Hast du schon mal etwas von der Zirbe gehört? In diesem Video stellen wir dir dieses Gehölz vor und die positiven Wirkungen von Zirbenöl. Denn Zirbenöl kann für deine Gesundheit sehr, sehr positiv sein. Wenn du gestresst bist, wenn du vielleicht auch Atemwegsprobleme hast, wenn du schlecht schläfst oder Hautreizung hast, kann die Zirbe eine geniale Lösung sein für dich. Zum Beispiel als Raumduft oder als Bad. Denn der Zirbe werden gesundheitsfördernde Wirkungen nachgesagt. Und es wird auch als Naturheilmittel benutzt. Denn die Zirbe kann, was die Haut betrifft, Hautreizung reduzieren und die Haut beruhigen. Insgesamt, zweitens, wirkt die Zirbe auch insgesamt auf deinen Muskelapparat entspannend, herunterfahrend, muskelentspannungsfördernd und bringt dich insgesamt auch zur Ruhe, dass du besser schlafen kannst. Denn die Zirbe als Zirbenöl, als Raumduft im Schlafzimmer oder vielleicht auch ein Zirbenbett haben das Potenzial, über ihre Wirkung in deinem Schlafzimmer auch zu wirken. Hinzu kommt als weiterer Punkt, dass im Schlafzimmer zum Beispiel auch über den Sommer Zirbe Insektizid wirkt, das heißt Insekten vorbeugt. Das heißt, Mücken, Fliegen etc. fühlen sich bei einem Raumduft der Zirbe nicht wohl und werden dich eher in Ruhe lassen, als wenn du gar keinen Duft oder anderes in deinem Schlafzimmer hast. Also das kannst du auf jeden Fall versuchen. Hinzu kommt auch die bronchiale Wirkung der Zirbe, denn die Zirbe soll schleimlösend, atemwegsentspannend wirken, sodass du besser durchatmen kannst, den Schleim besser los wirst und insgesamt freier und besser atmen kannst. Du siehst, was für positive Wirkung die Zirbe insgesamt hat. Beschäftige dich vielleicht einmal mit dieser Art der Entspannung und der Stressregulation, denn die Gesamtheit der Zirbe ist wirklich stressreduzierend, entspannungsfördernd. Und da kannst du unterschiedliche Produkte testen, die möchten wir hier gar nicht auflisten, sondern ich persönlich nutze das als Raumduft mit einem Öl, was sehr, sehr gut ist und auch sehr angenehm. Und wir möchten dich einfach über dieses Video sensibilisieren, dich mit dem Thema einmal auseinanderzusetzen. Wenn du Anmerkungen hast, vielleicht auch eigene Erfahrungen mit der Zirbe, schreib die unten in die Kommentare. Wir freuen uns. Wenn dir das Video gefallen hat, gib dem Video einen Daumen hoch, abonniere gerne unseren Kanal. Dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder.